when you spoke of the written agreement between the leaders of the Einsatzgruppe and the army, do you know whether or not the functions and purposes of the Einsatzgruppe were described in the agreement? Did the agreement say what the group were going to do? Das kann ich nicht mehr sagen. Auf keinen Fall jedenfalls die Aufgaben der Liquidation. Do you understand the question? Jawohl. Ich habe nicht mehr recht in Erinnerung, ob etwa ein allgemeiner Satz in dem Vertrag gestanden hat über die sicherheitspolizeiliche Aufgabe und Tätigkeit in dem Operationsraum. Aber ich bin sicher, dass über die Aufgabe der Liquidierung nichts drin gestanden hat. Nichts. You stated that there had been a general order for the liquidation of all Jews. Was that order in writing? Nein. Do you know who gave the order? Ist die Frage in Bezug auf die Tätigkeit der Einsatzgruppen gerichtet? Yes. In Bezug auf die Einsatzgruppen ist der Befehl zum ersten Mal über Himmler, Heydrich, Streckenbach an die Einsatzgruppen gegeben und zum zweiten Mal von Himmler persönlich wiederholt. Did a similar order go to the army? In dieser Form ist mir ein solcher Befehl an die Armee nicht bekannt. Now, do any of the defendants' counsel wish to cross-examine this witness? Verteidiger Nelte für Angeklagten Keitel. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, dass einige Wochen vor Beginn des Russlandfeldzuges Verhandlungen stattfanden über die Aufgaben der Einsatzgruppen und der Einsatzkommandos. Waren Sie bei diesen Verhandlungen persönlich zugegen? Darf ich vorher kurz insofern berichtigen, als der Hauptgegenstand nicht die Aufgaben, sondern die Einrichtung im Rahmen des Operationsraumes... Wait a minute. Wiederholen Sie bitte. Darf ich insofern berichtigen, als nach meiner Erinnerung das Hauptthema nicht die Aufgaben der Einsatzgruppe waren, sondern die Einrichtung dieser mobilen Organisation für eine Tätigkeit im Rahmen der operierenden Heeresteile? Es handelte sich also um Aufgaben im Bereich des Heeres. Jawohl. Sie haben ausgesagt, dass das schriftliche Abkommen zwischen RSHA einerseits und OKW und OKH
anderseits abgeschlossen worden sein. Ist Ihnen der befehlsmäßige Unterschied zwischen OKW und OKH bekannt? Jawohl. Wer vom OKW war bei diesen Verhandlungen zugegen? Ich kann keinen Namen sagen, da ich selbst bei diesen Verhandlungen nicht zugegen gewesen bin, sondern die Verhandlungen geführt wurden einerseits von Heydrich und andererseits von seinem Beauftragten Schellenberg. Schellenberg hat in einem Affidavit, das hier vorgelegt worden ist, auch über diese Frage gesprochen. Hierbei aber den Generalquartiermeister Wagner benannt als diejenige Stelle, mit der er zu verhandeln hatte. Ist Ihnen jetzt vielleicht erinnerlich, ob dies auch bei diesen Verhandlungen der Fall war, von denen Sie sprechen? Mir ist jedenfalls der Generalquartiermeister Wagner einer der wenigen Namen, die mir überhaupt aus diesen Verhandlungen noch in Erinnerung sind, als genannte Namen. Es ist Ihnen bekannt, dass Generalquartiermeister Wagner mit dem OKW als Institution nichts zu tun hat. Jawohl. Sie können uns also keine Persönlichkeit benennen, die als Repräsentant des OKW anzusehen wäre. Nein, kann ich Ihnen nicht benennen. Ich habe auch nur gesagt, dass ich mich erinnert habe. Und zwar habe ich den Briefkopf OKW-OKH optisch noch in Erinnerung und habe mir diesen doppelten Titel auch dadurch erklärt, dass wahrscheinlich wesentliche Verhandlungen mit Canaris geflogen wurden und daher Vereinbarungen mit Canaris mit in diese Verhandlungen, in diesen Vertrag einbezogen worden sind. Und auf diese Weise der auch für mich ungewöhnliche Briefkopf OKH plus OKW zustande kam, während an sich materiell das OKH als für Marsch und Verpflegung zuständige Dienststelle natürlich die primäre ist. Einen gemeinsamen Briefkopf OKW, OKH hat es in Natura natürlich nicht gegeben. Es kann sich also dann in Ihrem Fall lediglich um irgendeine Schreibmaschinenabschrift wohl gehandelt haben. Ja, ich habe nach einem Abzugverfahren hergestellten Bogen im Kopf. Wissen Sie, welche Unterschriften dieses Schriftstück trug, das Sie in optischer Erinnerung haben? Kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ein Herr Richter hat schon die Frage gestellt, dass sich naturgemäß aus solchen Abkommen Befehle entwickeln müssen. Ist in einem solcher Befehle vielleicht der Name des OKW erwähnt oder die Unterschrift? Ich verstehe jetzt nicht, was für Befehle Sie meinen. Wenn Abkommen zwischen zwei verschiedenen Institutionen erfolgen, wie Reichssicherungshauptamt einerseits und OKH, sagen wir, andererseits, so muss die Stelle, die nachher das, was verabredet ist, durchführen soll, in einer Form Kenntnis erlangen, die militärisch befehlen.
genannt wird. Ist ein solcher Befehl Ihnen bekannt als vom OKW ausgehend? Es sind ja Befehle von Seiten des Heeres oder der Armee, von Seiten des Heeres oder des OKW nicht an mich gekommen, sondern ich kriegte ja nur Befehle oder Wünsche ausgesprochen von der Armee. Von der Armee, von der Armee oder von Ihrer vorgesetzten Dienststelle? Nein, ich meine jetzt von, wenn ich an das Heer denke. Also es bestand zwischen Ihnen als Leiter der Einsatzgruppe und dem OKW als Institution keinerlei Beziehung. Keine unmittelbare Verbindung. Mir ist nur bekannt, dass einzelne Berichte auf dem Dienstwege bis zum OKW hinaufgegangen sind. Wenn Sie das wissen, können Sie mir sagen, an welche Stelle, da das OKW ja mehrere Abteilungen hat. Ja, ich möchte annehmen, dass das auch wieder an Canaris letzten Endes gelangt ist. Ich danke. Kubuschok als bestellter Verteidiger des Reichskabinetts. In Ihrer Stellung als Chef des SD werden Sie, Herr Zeuge, sich auch ein Bild machen können über die Vertrauenswürdigkeit der Mitglieder des Reichskabinetts und über die Geheimhaltung wichtigster Dinge. Ich bitte, mir die Frage zu beantworten, ob der Befehl, der heute hier erörtert worden ist, bezüglich der Liquidierungen nach Ihrer Ansicht im Reichskabinett geboren und ob dieser Befehl nach Ihrer Ansicht auch den einzelnen Reichskabinettsmitgliedern mitgeteilt worden ist. Ich bin überzeugt, dass beide Fragen mit Nein zu beantworten sind. Weiterhin möchte ich einige Fragen an den Zeugen richten für den Angeklagten Speer, da der Verteidiger des Angeklagten Speer abwesend ist und ich diese Aufgabe kollegialiter übernommen habe. Ist Ihnen, Herr Zeuge, bekannt, dass der Angeklagte Speer im Gegensatz zu Anordnungen Hitlers Maßnahmen getroffen hat zur Verhinderung der Zerstörung industrieller und sonstiger Anlagen? Jawohl. Dass sich diese Maßnahmen auch erstreckt haben über das Inland hinaus auf das damals noch besetzte Gebiet, Polnisch-Oberschlesien und so weiter. Ich glaube, dass der Zeitraum, in dem mir dies bekannt gewesen ist, so spät lag, dass abgesehen von geringen Gebieten im Westen ein Ostraum nicht mehr dafür in Frage kam. Eine weitere Frage, die Sie vielleicht wissen könnten. Wissen Sie, dass der Angeklagte Speer Mitte Februar dieses Jahres ein Attentat gegen Hitler vorbereitet hat? Nein. Wissen Sie, dass Speer es unternommen hat, Himmler den Alliierten auszuliefern, damit er sich verantworten könne und eventuelle Nichtschuldige klarlegen könnte? Nein. Diese Fragen wird dann eventuell
durch einen anderen Zeugen bestätigt werden. Sind Sie über die Vorgänge des 20. Juli eingehend im Bilde? Zu einem erheblichen Teil. Ist Ihnen bekannt, dass auch die in den Kreisen der Attentäter des 20. Juli der Angeklagte Speer für die Fortführung seines Ministeriums in Aussicht genommen war? Jawohl. Ist Ihnen etwas Näheres darüber bekannt? Von Seiten der am 20. Juli Beteiligten ist mir nur bekannt, dass Sie ihn auf ein Organisationsschema für die Weiterführung des Rüstungsministeriums vorgesehen hatten. Glauben Sie, Herr Zeuge, dass dieser Plan der Attentäter des 20. Juli darauf zurückzuführen war, dass der Angeklagte Speer nach seiner Tätigkeit nicht nur in diesen Kreisen, sondern auch sonst als ein reiner Fachmann und nicht Politiker angesehen wurde? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Es ist sehr schwer, als nicht politisch zu gelten, wenn man in einer so engen Beziehung zur letzten politischen Entscheidungsstelle des Reiches gestanden hat. Und vielleicht der wesentlichste Faktor gewesen ist, aus dessen Anregungen und Vorschläge die Entscheidungen kamen. Andererseits war bekannt oder galt Minister Speer nicht für ein ausgesprochen politischer Mensch. Dr. Merkel als bestellter Verteidiger für die Gestapo. Herr Zeuge, wissen Sie, dass im April 1933 die Gestapo in Preußen errichtet worden ist? Mir ist das der Monat nicht bekannt, aber das Jahr ist mir bekannt. Wissen Sie, was der Zweck der Errichtung dieser Einrichtung war? Die Bekämpfung des politischen Gegners, der Staat gefährlich werden konnte. Ist Ihnen etwas darüber bekannt, wie diese Einrichtung, die also ursprünglich nur für Preußen gedacht war, auf das übrige Reichsgebiet ausgedehnt wurde? Es wurde entweder im Jahre 33 oder im Jahre 34 in allen Ländern politische Polizeien als Einrichtungen geschaffen. Diese politischen Polizeien wurden 1934 nach meiner Erinnerung dem Reichsführer SS als politischen Polizeikommandeur der Länder befehlsmäßig unterstellt. Die erste zusammenfassende Kommandostelle war das preußische Geheime Staatspolizeiamt. Nach Schaffung des Hauptamtes Sicherheitspolizei wurden diese Führungsaufgaben von Himmler an Heydrich weiter delegiert, der sie mit dem Hauptamt Sicherheitspolizei durchführte. Wer hat in den einzelnen Ländern die Staatspolizei geschaffen und eingerichtet? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Wissen Sie etwas darüber, ob schon vor 1933 im ehemaligen Reichsgebiet eine ähnliche Einrichtung, eine politische Polizei
bestanden hat. Ja, sie hat bestanden. Soweit ich mich erinnere, zum Beispiel beim Polizeipräsidenten in Berlin, unter, glaube ich, 1a. Jedenfalls gab es Einrichtungen der politischen Polizei. Wissen Sie etwas über den Aufgabenkreis dieser Einrichtung, die vor 1933 bestand? Die hat dieselben, jedenfalls im Grunde dieselben Aufgaben nicht mehr gehabt. Wissen Sie etwas darüber, wie der Personalbestand der Gestapo geschaffen wurde, die also doch im Großen und Ganzen eine Neueinrichtung war, also nicht etwa nur durch Übernahme bereits bestehenden Personals geschaffen wurde? Als ich die Staatspolizei kennengelernt habe, war es sicherlich so, dass der Grundstock der sachbearbeitenden Kräfte aus der Kriminalpolizei übernommen war. Und dass die führenden Männer in den Staatspolizeistellen, das heißt also in den regionalen Dienststellen der Staatspolizei, zum überwiegenden Teil aus der inneren Verwaltung, eventuell auch aus Länderpolizeiverwaltungen, berufsmäßig gewachsen nicht war, zu einem Teil sogar abkommandiert war aus dieser inneren Verwaltung. Dasselbe traf auch für die Sachbearbeiter innerhalb des Amtes 4 bzw. des Geheimstaatspolizeiamtes zu. Sie sagen, die Beamten wurden zum größten Teil kommandiert. Zum größten Teil kommandiert habe ich nicht gesagt, sondern zum Teil. Zum Teil kommandiert. Bestand für einzelne dieser Mitglieder der Gestapo die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren oder nicht in die Gestapo übernommen zu werden, wenn sie es nicht wünschten? Ein absolutes Wehren würde ich nicht bejahen. Es wird Einzelnen gelungen sein, sich sehr geschickt eventuell davor zu bewahren, wenn er es nicht wollte. Aber wenn er innerhalb der inneren Verwaltung zu einer solchen Dienststelle abkommandiert wurde, dann musste er eben als Beamter folgen. Er musste als Beamter folgen. Die Mitglieder der Gestapo waren offenbar fast ausschließlich oder ausschließlich Beamte. Wissen Sie darüber etwas? Im Kriege sicherlich auch nicht mehr. Aber in der Regel sollte man davon ausgehen, dass sie, soweit sie Sachbearbeiter sind, Beamte sind. Aber sie waren natürlich zum Teil in der Ausbildung noch nicht Beamte und sie waren auch zum Teil Angestellte, vor allen Dingen als Hilfskräfte. Jawohl. Können Sie etwas über die ungefähre Zahl der Mitglieder der Gestapo gegen Ende des Krieges angeben? Ich schätze den Gesamtapparat der Staatspolizei einschließlich der regionalen Stellen und einschließlich der besetzten Gebiete auf etwa 30.000. Es gab also innerhalb der Gestapo auch einen erheblichen Prozentsatz von Beamten, die lediglich Verwaltungsbeamte waren, die mit der Exekutive also nichts zu tun hatten. Selbstverständlich. Wie groß ist der Prozentsatz dieser Verwaltungsbeamte, die also reine Verwaltungstätigkeit ausübten? Nun muss man ja vorweg noch einmal dabei betrachten, dass in dieser Zahl auch die Hilfskräfte einschließlich der Mädchen einbegriffen waren. Es ist also mir nicht ohne weiteres möglich, hier eine Verhältniszahl sofort herauszubringen. Aber sicherlich ist eine Zahl, ein Sachbearbeiter zu 3 bis 4 nicht in der Exekutive tätigen Personen, nicht zu hoch gegriffen. Wissen Sie etwas darüber, wer für die Führung und Verwaltung der Konzentrationslager verantwortlich war? Der Obergruppenführer Pohl. Hat
die Gestapo irgendetwas mit der Führung und Verwaltung der Konzentrationslager zu tun oder nicht? Nach meinem Wissen nichts. Es war also auch bei den Konzentrationslagern keine Gestapo-Leute tätig oder irgendwie bei den Maßnahmen, die in den Konzentrationslagern vorfielen, befasst. Soweit ich von der Peripherie her Einblick bekommen habe, waren in den Konzentrationslagern von der Staatspolizei nur Vernehmungsbeamte tätig. War die Gestapo in irgendeiner Form an den Massenhinrichtungen ihrer Einsatzgruppe, die Sie heute früh geschildert haben, beteiligt? So wie jeder andere derjenigen, die in den Einsatzgruppen vorhanden waren. Ich bitte das Gericht, mir nach Rückkehr des angeklagten Kaltenbrunner noch die Möglichkeit zu geben, weitere Fragen an den Zeugen zu richten, da ich ja lediglich auf die Informationen angewiesen bin, die ich von Kaltenbrunner bekommen kann. I think that the tribunal will be prepared to allow you to put further questions at a later stage. Dr. Exner, Verteidiger des Generalstabs und des OKW. Herr Zeuge, Sie haben gesprochen von den Verhandlungen, die im OKW stattgefunden haben, zwischen, die dann zu einer Vereinbarung geführt haben, zwischen OKW und OKH einerseits und der Gestapo, beziehungsweise, nicht Gestapo, Reichshauptamt auf der anderen Seite. Und da würde mich interessieren, können Sie behaupten, dass bei diesen Verhandlungen über die Vereinbarungen die Rede war von Ausrottung und Tötung von Juden? Ich kann zwar nichts Konkretes darüber sagen, aber ich glaube es nicht. Sie glauben es nicht? Nein. Ferner, Sie haben uns erzählt, dass die Oberbefehlshaber der Armee, der 11. Armee, oder der Oberbefehlshaber der 11. Armee, wusste von den Liquidierungen. Da möchte ich zunächst einmal fragen, wissen Sie etwas bezüglich der anderen Armee-Oberbefehlshaber? Allgemein müssen Sie ja informiert gewesen sein durch die Ansprache des Führers vor dem Ausbruch des Russenfeldzuges. Das ist ein Schluss, den Sie ziehen. Jawohl. Es ist nicht ein Schluss, den ich ziehe, sondern es ist lediglich die Wiedergabe des Inhaltes der Ansprache, die nach den Ausführungen von Himmler der Führer den Oberbefehlshabern gegeben hat. Ach so, in dem Sinn. Nun, Sie haben gesprochen von Weisungen, welche der Armee-Oberbefehlshaber, und zwar der 11. Armee, gegeben hat. Welche Art waren diese Weisungen? Ich habe einmal vom Oberbefehlshaber gesprochen, im Fall Nikolajew. Ja. Und zwar damals die Weisung, dass die Liquidation 200 Kilometer weit vom Sitz des Oberkommandos der Armee entfernt durchgeführt werden muss. Ja. Ich habe zum zweiten Mal nicht vom Armee-Oberbefehlshaber,
sondern vom Armee-Oberkommando gesprochen, nämlich in Simferopol. Und zwar deswegen, weil ich nicht mit Bestimmtheit sagen kann, von wem diese Bitte, die Liquidation zu beschleunigen, an das in Simferopol zuständige Einsatzkommando gegeben worden ist. Ja, das ist eben die Frage, die ich an Sie richten wollte. Mit welcher Person von der 11. Armee haben Sie seinerzeit verhandelt? Ich persönlich habe überhaupt darüber nicht verhandelt, weil ich mit diesen Fragen ja nicht unmittelbar zu tun hatte. Aha. Sondern das Armeeoberkommando hat mit dem örtlich zuständigen Einsatzkommando darüber verhandelt. Und zwar entweder über die zuständige Stelle der Armee, die auch sonst mit dem Einsatzkommando dauernd in Verbindung stand, nämlich der 1C oder der 1CAO, oder es ist vom OQ-Stab behandelt worden. Und wer gab Ihnen Anweisungen für den Marsch? Die Anweisungen für den Marsch kamen in der Regel vom Chef des Stabes. Vom Chef des Stabes. Armee-Oberkommandant war damals, zu der Zeit, in der wir sprechen, von Manstein, haben Sie je einen Befehl in Ihrer Angelegenheit bekommen, der von Manstein unterschrieben war? Ich kann mich an keinen solchen Befehl erinnern. Aber es sind bei der Besprechung des Marsches mündliche Besprechungen mit Manstein und dem Chef des Stabes und mir geflogen worden. Bei der Besprechung des Marsches? Jawohl. Sie sagten, die Armee sei gegen diese Liquidierungen gewesen. Nicht wahr, gegen diese Liquidierungen gewesen. Können Sie etwas darüber sagen, inwiefern das in Erscheinung getreten ist? Nicht die Armee, sondern die führenden Personen waren innerlich gegen die Liquidation eingestellt. Ja, aber ich meine, inwiefern haben Sie das erkannt? In gemeinsamen Gesprächen. Aha. Denn es waren ja nicht nur die führenden Personen der Armee gegen diese Liquidation eingestellt, sondern der überwiegende Teil derjenigen, die diese Liquidationen durchführen mussten. Dankeschön. Professor Kraus, für den Angeklagten Schach. Kennen Sie die in Ihrer Abteilung geführten Personalakten des früheren Reichsbankpräsidenten Schacht? Nein. Nein. Ist Ihnen bekannt, warum der frühere Reichsbankpräsident Schacht nach dem 20. Juli 1944 verhaftet und in ein Konzentrationslager verbracht wurde? Wahrscheinlich war die Gelegenheit des 20. Juli günstig, den als parteifeindlich bekannten Reichsbankpräsident Schacht jetzt eventuell auch zu überführen, indem er durch Zeugen oder sonst wie auch im Zusammenhang mit dem 20. Juli hätte belangt werden können. Also ist der Angeklagte Schacht bei Ihnen als parteifeindlich bekannt gewesen? Jawohl, und zwar mindestens seit dem Jahre 38.
seit dem Jahre 37 oder 38. Und Sie haben ihn auch im Verdacht gehabt, dass er an Putschen beteiligt. Ich persönlich nicht, denn ich habe mit diesen Fragen nichts Nein. zu tun gehabt. Er stand erst einmal wegen seiner bekannten Feindlichkeit im Verdacht. Soweit ich orientiert bin, hat sich dieser Verdacht aber nicht verhärtet. Können Sie mir ferner sagen, wer die Verhaftung Schachts veranlasst hat? Kann ich nicht sagen. Also Sie wissen auch nicht, die Verhaftung vom Führer oder von Himmler oder von einer niederen Stelle? Von einer niederen Stelle halte ich für ausgeschlossen. Also Sie nehmen an vom Führer? Zumindest von Himmler. Mindestens von Himmler. Dann. Rechtsanwalt Dr. Stamer, Vertreter des Angeklagten Göring. Herr Zeuge, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, es wurde Anfang 1933, nach der Machtübernahme durch Hitler, die in Preußen die Gestapo geschaffen. Es bestand aber schon eine Einrichtung mit gleichen Aufgaben in Preußen, zum Beispiel bei dem Polizeipräsidium in Berlin mit der Abteilung 1a. Nur war die gegen den Nationalsozialismus gerichtet. Richtig. Während jetzt umgekehrt. Ja, ja. Ja, ja. Aber sie hatte also auch die Aufgabe, politische Gegner zu überwachen und eventuell festzusetzen. Den Staat also gegen diese politischen Gegner zu sichern. Sie sagten ferner, es sei dann im 1933 nach der Übernahme auch in allen anderen Ländern außer Preußen. Es sei 1933 nach der Übernahme der Macht auch in allen anderen Ländern eine politische Polizei mit gleichen Aufgaben geschaffen worden. Im Laufe der Jahre 33, 34. Es hat dann diese in den verschiedenen Ländern bestehenden politischen Polizeien wurden dann 1934 zusammengefasst und dem Himmler wurde die Führung übertragen. Zuerst wurden sie nicht zusammengefasst, sondern Hitler wurde Chef aller... Himmler wurde Chef aller Länderpolizeien. Ja. Nun nur noch eine Frage. War die preußische Gestapo 33 schon führend für die anderen Länder oder erst nachdem 34 Himmler die Führung übernommen hatte? Ich glaube nicht, dass die preußische Staatspolizei, die ja von Reichsmarschall Göring geführt wurde, unter seiner Führung auch für die übrigen Länder zuständig geworden ist. Verteidiger Kranzbühler. Ich spreche als Vertreter für den Angeklagten Großadmiral Raeder. Herr Zeuge, Sie erwähnten eben eine Ansprache des Führers vor den Oberbefehlshabern, in der der Führer die Oberbefehlshaber unterrichtet haben soll über die Liquidierung der Juden. Welche Besprechung meinen Sie dabei? Eine Besprechung, die kurz vorm Russlandfeldzug mit den Oberbefehlshabern der Heeresgruppen und Armeen stattgefunden haben muss beim Führer. Waren die Oberbefehlshaber der Wehrmachtteile nicht dabei? Das ist mir nicht bekannt. Waren Sie selbst bei der Besprechung zugegen? Nein, ich habe diese Besprechung wiedergegeben aus einem Gespräch mit Himmler. Fand dieses Gespräch mit Himmler vor einem größeren Kreise statt oder war es ein persönliches? War ein persönliches Gespräch. Hatten Sie den Eindruck, dass Himmler Tatsachen wiedergab oder halten Sie es für möglich, dass er Ihnen für Ihre schwierige Aufgabe eine Rückenstärkung geben wollte? Nein, sondern das Gespräch hat erst viel, viel später nicht mehr stattgefunden.
und kam nicht aus solchen Motiven, sondern aus der Verbitterung über die Haltung einzelner Wehrmachtsgeneräle. Und Himmler wollte zum Ausdruck bringen, dass diese Wehrmachtsgeneräle sich von dem Geschehenen nicht absetzen könnten, weil sie genau dieselbe Verantwortung mitgetragen hätten wie alle übrigen. Wann fand diese Unterhaltung statt mit Himmler? Im Mai in Flensburg, diesen Jahr, 1945. Danke. Rechtsanwalt Servatius für die Organisation der politischen Leiter. Herr Zeuge, bezüglich des Befehlsapparats, den das Reichssicherheitshauptamt hatte, um seine Maßnahmen durchzusetzen, die Befehle durchzugeben an die örtlichen Stellen, an SD und an die KZs. Bestand da ein eigener Befehlsapparat oder wurde der Befehlsapparat der Organisation der politischen Leiter? Oder wurde der Befehlsapparat der Organisation der politischen Leiter benutzt? Das heißt, gingen diese Befehle über die Gauleitung und über die Kreisleitung? Davon ist mir nichts bekannt. Das halte ich für ausgeschlossen. Sie halten es für ausgeschlossen, dass die Gau- und Kreisleitung darüber unterrichtet war. Wie war es umgekehrt? Augenblick. Sie haben mich gefragt, ob der Befehlsweg darüber ging. Ja. Sie haben mich nicht gefragt, ob die unterrichtet gewesen wären. Wurden diese Stellen unterrichtet über die Befehle? Entweder die Inspekteure oder die Stapo-Leiter oder die SD-Führer galten als polizeiliche oder politische Referenten des Gauleiters bzw. Reichsstatthalters. Und diese Dienststellenleiter waren verpflichtet, dem Gauleiter über ihr Tätigkeitsgebiet Bericht zu erstatten. Wie intensiv das geschehen ist, kann ich nicht übersehen, sondern hängt ab von der Aktivität und der Art der Zusammenarbeit des Gauleiters mit diesen Dienststellen. Jedenfalls ist es undenkbar, dass etwa die Staatspolizei auf die Dauer in einem solchen Raum ihre Tätigkeit ohne Kenntnis der verantwortlichen Parteiorgane hätte ausüben können. Bezog sich dies auch auf die Berichterstattung, die von unten nach oben ging, also auf die Tätigkeit der KZ? Die KZ standen ja außerhalb der Staatspolizei. Da bin ich überzeugt, weil das sich um reine Reichsangelegenheiten handelte, dass hier eine solche intensive Berührung der Gauleiter mit den KZs, wie zwischen den Gauleitern und der dauernden Tätigkeit der Staatspolizei, nicht wird stattgefunden haben. Ich vertrete auch den Angeklagten Saukel. Sind Sie unterrichtet über den Einsatz von Fremdarbeitern, der durch die SS erfolgte, also Fremdarbeiter, die letzten Endes aus dem KZ kamen? Nur oberflächlich. Rechtsanwalt Barbe als Verteidiger der Organisation der SS und des SD. Herr Zeuge, Sie haben heute Vormittag Zahlen genannt, und zwar von 3.000 und 30.000 des Sicherheitsdienstes. Ich möchte nun feststellen, wie diese Zahlen zu verstehen sind. Sind die 3.000 Mitglieder des Sicherheitsdienstes, von denen Sie heute Vormittag gesprochen haben, der gesamte Bestand des Sicherheitsdienstes im damaligen Zeitpunkt gewesen, oder sind das nur die Teile gewesen, die bei den mobilen Verbänden, von denen Sie auch gesprochen haben, im Felde verwendet wurden? Nein, sondern insgesamt. Ist
Der ganze Bestand. Der gesamte Bestand, und zwar einschließlich der Angestellten und der weiblichen Hilfskräfte. Einschließlich der Angestellten und der weiblichen. Und die 30.000, von denen wir weitergesprungen haben, das waren also ehrenamtliche Mitarbeiter, die nur in Deutschland verwendet worden sind, Inland. Jawohl. In der Regel jedenfalls. Ja. Und die zu einem erheblichen Teil nicht SS-Angehörige und auch nicht Parteiangehörige waren. Jawohl. Wie groß war nun der Bestand der mobilen Verbände, die bei solchen Exekutionen verwendet worden sind? Das SD. Der SD hatte gar keine mobilen Verbände, sondern es waren lediglich einzelne Angehörige des SD zu den Dienststellen draußen abkommandiert. Der SD ist als eigene Dienststelle nirgendwo tätig geworden. Und wie groß war nun der Bestand an solchen Abgeordneten wohl, nach Ihrer Beobachtung und Ihren Erfahrungen? Der war ganz gering. Ich meine, ungefähr. Ich schätze, dass im Einsatzkommando durchschnittlich 2 bis 3 SD-Sachbearbeiter waren. Nun möchte ich auch Auskunft und benötige ich Auskunft über den Bestand der SS im Gesamten. Haben Sie darüber Kenntnis? Habe ich keinerlei Vorstellung. Gar keine. Waren bei diesen Einsatzgruppen auch irgendwelche Teile der Waffen-SS und der anderen Untergruppen der SS irgendwie beteiligt? Wie ich heute Vormittag schon gesagt habe, waren jeder Einsatzgruppe oder sollte jeder Einsatzgruppe eine Kompanie Waffen-SS beigegeben sein. Eine Kompanie. Wie groß ist der Bestand einer Kompanie damals gewesen? Ich weiß es nicht, wie stark die Waffen-SS bei den anderen Einsatzgruppen gewesen ist. Ich schätze, dass bei mir etwa 100 Mann gewesen sind. Waren Totenkopfverbände auch beteiligt? Nein. War die Leibstandarte Adolf Hitler irgendwie beteiligt? Das ist ganz zufällig gewesen. Ich kann nicht eine Formation sagen, aus der diese Waffen-SS genommen war. Dann eine weitere Frage, die heute Vormittag auch schon gestreift worden ist. Wann ist der Sicherheitsdienst entstanden und was waren zunächst seine Aufgaben? Der Sicherheitsdienst ist meines Wissens 1932 entstanden. Und die Aufgaben desselben damals? Er war sozusagen der 1C-Apparat der Partei. Das heißt, er sollte über den Gegner unterrichten und den Gegner, wenn notwendig, täuschen. Haben sich diese Aufgaben im Laufe der Zeit verändert und wann? Ja. Nach der Machtübernahme hat zuerst die Bekämpfung des Gegners mit in Vordergrund gestanden auf einigen Gebieten und die Personalauskunft als Hauptbestandteil gegolten. Damals konnte man aber von einer echten Nachrichtenorganisation noch nicht sprechen. Die eigentliche Entwicklung des SD-Apparates im Inlandsnachrichtendienst ist erst ab 1937 erfolgt. Ab dieser Zeit hat sich die Arbeit immer mehr aus der Personalbearbeitung in die Sachbearbeitung umgewandelt. Mit der Umorganisation 1939 bei Auflösung des SD-Hauptamtes wurde die Behandlung des Gegners aus der SD-Arbeit völlig eliminiert und die SD-Arbeit auf Sacharbeit eingestellt.
Die Aufgabe bestand darin, die Maßnahmen, die die Führungsstellen des Reiches und der Länder durchführten, auf ihre Wirkungen hin zu beobachten und festzustellen, wie die betroffenen Kreise darauf reagieren. Außerdem festzustellen, wie die Stimmung und Haltung des Volkes und seiner einzelnen Schichten im Laufe des Kriegsgeschehens sich gestaltete. Es war tatsächlich die einzige kritische Stelle innerhalb des Reiches, die nach objektiven Sachgesichtspunkten Tatbestände bis in die Spitzen hinein brachte. Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass die Partei diese Arbeit in keinem Stadium bis 1945 hin legitimiert hat, sondern die einzige Legitimation für diese kritische Arbeit vom Reichsmarschall Göring kam, und zwar nach Beginn des Krieges, da er auf diese Weise bei den Sitzungen des Reichsverteidigungsrates die Möglichkeit hatte, die anderen Ressorts auf fehlerhafte Entwicklungen hinzuweisen. Diese sachliche, kritische Arbeit ist tatsächlich nach 1939 der überwiegende und hauptsächliche Inhalt der SD-Inlandsnachrichtenarbeit gewesen. Eine weitere Frage. Inwieweit sind Teile des Sicherheitsdienstes in Konzentrationslagern zum Einsatz gekommen? Ich muss bitten, dass wir jetzt immer unterscheiden zwischen SD-Inland mit der Führungsstelle des Amtes 3 und dem SD-Ausland. Über SD-Ausland kann ich keine Auskunft geben, aber der Chef des Amtes, Schellenberg, ist ja im Justizpalast anwesend. Vom Amt 3 aus ist mir kein einziger Fall bekannt, dass der SD-Inland Vertreter oder überhaupt irgendetwas mit den Konzentrationslagern zu tun gehabt hätte. Nur noch eine persönliche Frage, die Sie persönlich betrifft. Von wem haben Sie die Befehle zur Liquidierung der Juden und so weiter erhalten? Und in welcher Form? Also meine Aufgabe war nicht die Aufgabe der Liquidierung, sondern ich hatte den Stab, der die Einsatzkommandos draußen zu führen hatte. Und die Einsatzkommandos selbst haben bereits in Berlin diesen Befehl im Auftrag von Himmler Heydrich von Streckenbach bekommen. Und dieser Befehl wurde von Himmler erneut in Nikolajew gegeben. Sie hatten also selbst mit der Ausführung dieser Befehle an sich nichts zu tun. Insofern, als ich die Einsatzgruppe führte, hatte ich die Aufgabe zu sehen, wie die Einsatzkommandos diese ihnen gegebenen Befehle durchführten. Hatten Sie nun keine Bedenken dagegen, dass diese Befehle ausgeführt wurden? Selbstverständlich. Ja. Und warum wurden diese Befehle trotzdem ausgeführt? Weil es mir undenkbar erscheint, dass ein untergeordneter Führer Befehle, die die Staatsführung gibt, nicht durchführt. Diese Ansicht hatten Sie für sich. Nun wird dieselbe Einstellung, das ist ja nicht nur Ihre Einstellung gewesen sein, sondern wohl die Einstellung des größten Teils der Beteiligten. Sind nicht aus den Kreisen
der Männer, die diese Befehle ausführen mussten, an Sie das Ansinnen gestellt worden, Sie von solchen Aufgaben zu entbinden? Kann ich mich keines konkreten Falles erinnern? Ja. Ich habe einige ausgeschlossen, die mir nervenmäßig für die Aufgabe nicht geeignet erschienen und habe sie auch zum Teil nach Haus geschickt. Wurde den Leuten die Rechtmäßigkeit dieser Befehle vorgetäuscht? Ich verstehe Ihre Frage nicht, denn der Befehl war von den Vorgesetzten gegeben, sodass für die einzelnen Personen die Frage der Rechtmäßigkeit gar nicht kommen konnte. Denn Sie hatten ja denjenigen, die diesen Befehl gaben, den Eid des Gehorsams geleistet. Jawohl. Konnte sich der einzelne Mann der Ausführung dieser Befehle mit Aussicht auf Erfolg widersetzen? Nein, denn der Erfolg wäre Kriegsgericht mit entsprechendem Urteil gewesen. Danke. Yes, Colonel Emin. You wish to re-examine? Just a very few questions, Your Honor. What organization furnished supplies to the Einsatz group? Die Ausrichtung wurde vom Reichssicherheitshauptamt gestellt. What organization furnished weapons to the Einsatz groups? Auch die Waffen wurden über das Reichssicherheitshauptamt angeliefert. What organization assigned personnel to the Einsatz group? Das Organisations- und Personalamt des Reichssicherheitshauptamts. And all this, these activities of supplies required personnel in addition to the operating members? Jawohl. I have no more questions. It'll do things.